Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute geht es um hochverarbeitete Lebensmittel. Das Zauberwort heißt UPF oder NOVA-System. Ich erkläre euch, was es damit auf sich hat, was es für euch bedeutet und wie ihr, ja, was ihr einfach daraus lernen könnt, wo auch die strittigen Punkte sind und was einfach die positiven Ansätze bei dieser neuen Ordnung sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und ja, schreibt mir, was für Erfahrungen ihr gemacht habt mit diesem Ultra-Processed Food. Ja, ich habe immer so ein bisschen eine Auswahl hier aufgebaut, ist ein bisschen beliebig und schon, wenn ich euch das vorstelle, werdet ihr sehen, dass es da ganz viel Diskussionsbedarf gibt und auch nicht alles so sonnenklar ist. Also die Idee ist, dass man die Lebensmittel nach ihrem Verarbeitungsgrad einteilt. Das hat vor über 100 Jahren schon mal ein Herr Kollert gemacht. Der hat das jetzt wissenschaftlich nicht so korrekt gemacht, dass man das übernehmen konnte, aber der hat viel zum heutigen Stand der Vollwerternährung beigetragen. Der hat eben unterschieden zwischen Lebensmitteln, die waren nicht erhitzt, unverarbeitet, und Nahrungsmittel, die waren verarbeitet, und hat da auch wieder Unterschiede gemacht. Eigentlich sollte man bei ihm fast nur von Rohkost leben. Soweit würde man heute mit diesem System, was ich euch jetzt vorstelle, nicht gehen. Sondern die vier Gruppen, die es gibt, die wurden in Brasilien zum ersten Mal entwickelt. Deswegen heißen sie auch NOVA-Gruppen. Das ist also im Grunde eine Art NOVA-Score, eine neue Ordnung der Lebensmittel, um ihre Wertigkeit zu beurteilen und vielleicht auch, um ein bisschen so zu sagen, wie gut sind sie für den Menschen, für unsere Gesundheit und unsere Ernährung. Denn in Brasilien und auch in anderen Ländern sind mittlerweile viele Zivilisationskrankheiten aufgrund unserer Ernährung im Vormarsch. Und das liegt auch daran, dass wir zu viel der vierten Gruppe von diesen NOVA-Lebensmittelordnung verzehren. Aber jetzt fange ich mal bei der Gruppe 1 an. Das sind frische Lebensmittel. Das ist schon mal ganz einfach. Das ist hier die Kartoffel, Aprikosen, also alle ursprünglichen Lebensmittel sind darunter subsumiert. Das ist eben zum Beispiel auch das Getreidekorn. Das ist hier Grieß, also wenn es gemahlen ist, dann kann es auch noch zu dieser ersten Gruppe gehören. Lebensmittel, die hier sind, die können erhitzt sein, die können gemahlen sein, die können auch fermentiert sein, sie können auch gefroren sein. Also wenn ihr zum Beispiel tiefgefrorene Erbsen habt, gehören die in der Gruppe 1. Die sind einfach, sollten die Basis unserer Ernährung sein, weil sie alle Nährstoffe der ursprünglichen Lebensmittel enthalten. Und das heißt vor allen Dingen auch Ballaststoffe, Vitamine, sekundäre Substanzen, die sind da 100% erhalten. Und deswegen sind sie für unsere Ernährung so wichtig. Die Gruppe 2, das sind Lebensmittel, die leicht verarbeitet sind und die wir zur Nahrungszubereitung zum Teil brauchen. Also zum Beispiel Salz, was ja auch nicht so einfach in der Natur vorkommt, sondern erstmal getrocknet werden muss oder ausgeschwemmt und getrocknet werden muss, gemahlen werden muss. Genau das Gleiche ist die Speisestärke, die ja aus der Kartoffel oder aus Getreide kommt, aber die natürlich auch schon einen Verarbeitungsschritt weiter ist. Zucker gehört dazu, Honig gehört auch dazu. Und die Milch habe ich hier stehen, weil Rohmilch würde zum Beispiel jetzt hier stehen, weil sie ein Naturprodukt ist und nicht weiter verarbeitet wird. Hier habe ich aber eine Haarmilch, die ist ultra hoch erhitzt. Sie ist homogenisiert, das heißt, das Fett ist in feinsten Teilchen zerteilt. Deswegen setzt es sich nicht als Sahne oben ab. Also Haarmilch in jedem Fall, aber auch normale homogenisierte Milch würde in diese Gruppe 2 gehören. Die wird nicht eben selten pur verzehrt, sondern oft braucht man sie einfach zur Nahrungszubereitung. Sie ist ein Teil unserer Nahrung und es ist völlig okay, sie zur Zubereitung der frischen Zutaten zu verwenden. Wir gehen einen Schritt weiter. Stufe 3, das sind verarbeitete Lebensmittel. Da gehören zum Beispiel Nudeln zu, das sind Semmelbrösel oder auch zum Beispiel dieser Sojadrink, weil der außer Sojabohnen und vielleicht ein bisschen Salz nichts enthält, ein bisschen Zucker, auch ein bisschen Salz. Also da sind jetzt nicht Emulgatoren, Aromastoffe, Stabilisatoren drin, sondern das ist ein relativ pures Produkt. Dazu gehören auch geräucherte und gepökelte Fleischwaren. Also hier wäre zum Beispiel auch der Schinken meinetwegen. Es ist zum Beispiel auch Brot gehört in diese Gruppe. So was Selbstgebackenes gehört in die Gruppe. Das sind meine Brownies, habe ich ein anderes Video darüber gemacht. Meine Protein-Brownies, die gehören eigentlich zu dieser Gruppe, aber eigentlich gehören sie vielleicht auch schon zu der vierten Gruppe, weil ich habe ja Molkenpulver, also Eiweißkonzentrat, bei der Zubereitung eingesetzt. Und das ist ja auch kein pures Lebensmittel mehr. Also das sind auch Lebensmittel, die durchaus okay sind, sollten nicht zu oft
zubereitet werden. Es gehören zum Beispiel auch Konserven dazu, also alle eure Tomatenkonserven, egal ob Sauerkraut, Maiskörner, das gehört alles noch in diese Gruppe, auch Wein und Bier, eingemachtes Cornichons zum Beispiel, also das ist alles in dieser dritten Gruppe. Die sollte auch in eher mäßigen Mengen konsumiert werden, aber in meinen Augen ist das noch ganz okay. Speziell jetzt, wenn es solche puren Nudeln sind oder die Semmelbrösel, habe ich eigentlich nichts dagegen. Das Problem sind eher die Stufe 4, die stark verarbeiteten Lebensmittel, Ultra-Processed Food, bei der ganz viel gemacht worden ist, damit die schmecken und damit wir sie essen. Das ist zum Beispiel hier das fertige Kartoffelpüree, wobei ich das schon etwas schlichter vielleicht finde. Das ist schon fertiges Gebäck, was ihr überall und ständig wahrscheinlich konsumiert. Und so kommt es ja auch heute dazu, dass wir ungefähr 50% unserer Kalorien, also Energie, aus dieser Gruppe bestreiten. Und das ist ganz schön erschreckend. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer ist mir geworden, woher das kommt. Weil eben, wenn jedes Brötchen, jeder Kuchen, jedes Muffin, jeder Keks in diese Gruppe gehört, könnt ihr euch schon mal vorstellen, was da zusammenkommt. Dann auch Fertigsoßen. Süß-saure Soße ist es hier. Das hier sind Gemüsebällchen eingefroren. Die sind natürlich auch schon zusammengesetzt, ausgeformt und gebacken. Und das sind natürlich, das gilt für viele tiefgefrorene Gerichte, die fertig sind. Oder auch die fertigen Gerichte aus der Kühltheke, die ihr einfach nur überbacken müsst, sei es Aufläufe, sei es Lasagne. All diese Dinge gehören in diese Gruppe. Und sie machen tatsächlich einen großen Teil unserer Ernährung aus. Und inzwischen besteht schon die Befürchtung, dass das ein Grund ist für unsere Probleme. Denn was unterscheidet diese Gruppe vor allen Dingen grundsätzlich von diesen anderen? Sie sind vor allen Dingen durch eine ganz hohe Energiedichte gekennzeichnet, weil ja oft Zutaten rausgenommen sind, wie die Ballaststoffe, also weißgemahlenes Mehl oder jetzt weißer Kuchen aus weißem Mehl, dieses Kartoffelpüree, diese Soße, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel drin, was vollwertig ist. Es kommt natürlich auch dazu, dass sie oft sehr viel Zucker enthalten. Sie enthalten sehr viel gesättigte Fette, also die ganzen Aufschnitte, die ganzen Aufläufe, Fertiggerichte. Auch tiefgefrorene Gemüsemischungen sind ja oft mit zur Geschmacksgebung mit so einer Art Kräuterbutter versehen, die aber nicht Butter ist natürlich, sondern aus einer Art Margarine besteht, die mit Kräutern und Gewürzen angereichert ist. Wie ist es mit dem Rahmspinat? Wenn der Rahmspinat wirklich nur aus Spinat mit Rahm besteht und vielleicht noch Salz und Pfeffer, dann gehört er in diese dritte Gruppe. Wenn der Rahmspinat aber Bindemittel enthält, noch andere Zutaten, Stabilisatoren, Hefeflocken, was weiß ich, dann gehört er eher in diese Gruppe. Und so ist es auch zum Beispiel mit fertigen Gemüsegerichten, Pfannengemüse. Müsst ihr einfach auf die Zutatenliste gucken und sehen, was ist drin, wenn das pure Gemüse drin ist. Und vielleicht ein hochwertiges Fett, also meinetwegen Rapsöl. Und Gewürze, Salz, ist das kein Problem. Wenn aber da eben andere Zutaten wie Aromen und Stabilisatoren und Bindemittel drin sind, dann gehört es in diese Gruppe. Und die tut uns tatsächlich eben nicht gut. Wo gehören jetzt eigentlich Säfte hin? Ja, auch da kann man sich streiten. Wenn es Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat ist, dann müsste das wahrscheinlich in die vierte Gruppe gehen. Wenn es Direktsaft aus Orangen oder Apfelsaft ist, dann müsste es wahrscheinlich in die dritte Gruppe gehen. Limonaden und Softdrinks gehen natürlich in diese vierte Gruppe. Und wir wissen, dass die für sehr viele gesundheitliche Probleme verantwortlich sind. Ja, was passiert, wenn man so viel von diesen Vierergruppen isst? Das brasilianische Forscherteam, was diese Ordnung aufgestellt hat, hat sich mal Studien angeguckt und ist auch dem nachgegangen, wie haben sich die Menschen eigentlich ernährt? Was führt zu einer erhöhten Krebshäufigkeit? Wir wissen, dass es zum Beispiel mit rotem Fleisch, also gepökeltem Fleisch, Wurst, Schinken, dass das einen Zusammenhang zu Krebserkrankungen gibt, dass es einen Zusammenhang zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, dass einfach die Sterblichkeitsrate steigt, wenn man zu viel von diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln isst. Aber die Forscher sagen auch, wir wissen das oft gar nicht so genau, weil in den meisten Studien wird gar nicht so unterschieden, was haben die Menschen gegessen. Es wird vielleicht geguckt, haben die Fleisch, Fisch oder vegetarisch gelebt oder vegan. Aber es wird gar nicht geguckt, haben die sich mit hochverarbeiteten Lebensmitteln ernährt oder eher mit diesen drei Gruppen. Und das scheint eben doch sehr viele Konsequenzen zu haben und eine große Rolle zu spielen. Ein Punkt, der auch zu diesem höheren Sterblichkeitsrisiko führt, ist,
die entzündungsfördernde Wirkung von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, weil sie eben oft reich sind an Zucker und oft reich sind an gesättigten Fetten und dieser Mix nachweislich eben entzündungsfördernd ist. Ein weiterer Kritikpunkt bei den stark verarbeiteten ist, dass grundsätzlich die Matrix, sagt man, also die Struktur der Lebensmittel aufgebrochen wird, wieder neu zusammengebaut wird und der Geschmack nachgeahmt wird und wir eigentlich denken, wir essen Brot und dabei ist es irgendwie schon eigentlich etwas völlig anderes. Und dass eigentlich unser Körper sich genetisch überhaupt nicht auf diese Art von Essen vorbereitet hat. Also wir sind ja nicht so schnell wie sozusagen die Lebensmitteltechnologie. Für die Unternehmen ist das oft ein Riesengewinn, weil sie oft mit minderwertigen Zutaten ein scheinbar hochwertiges Produkt vermarkten. Das hat oft auch eine tolle Verpackung, schöne Namen, ein Riesenwerbeetat. Der Werbeetat für die Kartoffeln und die Aprikosen oder für das Getreidekorn, der geht gegen Null. Und daran sieht er schon, das ist schwierig. Das hier wird uns schmackhaft gemacht, weil davon lebt natürlich einen ganzen Teil der die Lebensmittelindustrie lebt davon, die Landwirtschaft lebt davon und zwar auch die Intensivlandwirtschaft. Ich würde es jetzt nicht ganz so streng und apodiktisch sehen. Ich denke, ja, auch das gehört zu unserem Leben, aber bitte nicht zur Hälfte. Also das solltet ihr gucken, dass ihr das vielleicht auf 25% einkreist. Und ich glaube, das ist möglich, auch mit kleinen Veränderungen. Und es muss nicht immer das kompliziert zusammengebaute, puffige Extra-Müsli sein. Das kann auch schon mal was mit Haferflocken und richtigem Obst sein. Und wenn es tolles Obst ist, ist das auch nicht billig, aber dann ist es auch was Besonderes. Ja, die Kritik aus der Wissenschaft, die ist trotzdem doch sehr klar, weil die Wissenschaft sagt, wir sind eigentlich noch, das ist uns zu schwammig, weil diese Übergänge der verschiedenen Gruppen sind oft nicht klar definiert. Das ist oft ein Streitpunkt. Es gibt keine ganz klare Trennung, da fängt Stufe 3 an und hört Stufe 2 auf oder die Abgrenzung zu Stufe 4. Außerdem gibt es natürlich keine Studien, die wirklich nachweisen, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Der gesunde Menschenverstand sagt uns das und epidemiologische Daten lassen schon vermuten, dass ein Großteil dieser hochverarbeiteten Lebensmittel für viele dieser Krankheiten verantwortlich ist. Aber so in Doppelblindstudien nachweisen lässt sich das nicht. Das ist aber insgesamt ein Problem der Ernährungsforschung und das wird lange Zeit brauchen, bis man da wirklich ein bisschen mehr Daten hat. Aber die Forscher, diese brasilianischen Forscher, haben gesagt, wir gucken uns jetzt an, was hat sich in unserer Ernährung verändert, nämlich diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Was hat sich in unserer Landwirtschaft verändert in Richtung weniger Nachhaltigkeit, Ausbeutung unserer Natur? Und was hat sich in unserer Krankheit und in unserem Wohlbefinden verändert? Wir werden älter, aber wir werden nicht unbedingt gesünder. Und deswegen glaube ich, das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss, dieses NOVA-System. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und vielleicht noch so ein kleiner Denkanstoß für uns, wenn wir unser Einkauf machen, wenn wir den Tisch decken, wenn wir in der Küche stehen. Erstens natürlich, es lohnt sich zu kochen. Also das ist auch mein Credo, weil da habe ich dann frische Lebensmittel und verarbeite frisch selber. Und das ist für meinen Körper was ganz anderes, als wenn ich sie unaufgetaut in den Ofen schiebe. Ja, ich möchte euch ermutigen, in kleinen Schritten einfach zu versuchen, vielleicht auch ein bisschen mit Vorkochen, mitnehmen an den Arbeitsplatz, dafür zu sorgen, dass der Anteil der Stufen 1, 2, 3 in eurer Ernährung ein bisschen zunimmt und dass dieser Anteil etwas zurückgeht. Ich glaube, dann wäre schon viel erreicht. Ich wünsche euch viel Erfolg, das mal auszuprobieren. Es gab ja den Zucker-Challenge. Vielleicht gibt es auch mal einen NOVA-Challenge. Das fände ich ganz toll für die nächste Fastenzeit. Schreibt mir eure Erfahrungen damit und bis zum nächsten Mal. Links eine Anleitung zum selber fermentieren und rechts etwas über die Planetary Health Diet.